Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 4, meine lieben Freunde. Wo wir im letzten Part ja mit diesem komischen Gebäude hier abschließen konnten. Also alles, naja, was heißt abschließen konnten. Hier war ja jetzt nicht irgendwie eine Quest oder eine Mission zu machen. Hier war jetzt halt mal einfach nur so wieder ein bisschen, ja, Gegner drinne und ein bisschen Zeug zum Looten und hab da nicht gesehen. Ja, und hier sind wir dann jetzt halt stehen geblieben. Hier sind wir auf dem Dach, wo wir jetzt mit diesem komischen Lastenzug hier am Gebäude seitlich runterfahren können. Und da unten sehe ich aber schon, da sind noch welche. Und ich schieße natürlich noch genau daneben. Die bewegen sich schon nicht, ne? Oder fast nicht. Aber das gibt's doch gar nicht. Wo ist der andere? Da. Was? War doch ein Treffer, hab ich doch gesehen. Halt, bleib stehen! So, jetzt wartet aber mit dir. Juti, dann können wir jetzt eigentlich. Dogweed, komm her hier. Hey. Hier drüben. Beweg dich doch ein bisschen schneller. Ja, nun komm doch hey. Auch hier. Dahin. Komm her. Los! Hier. Ja, was, wuff. Huch! Oh, dann bleib doch da oben. Hätte ich da jetzt vielleicht mal rüberspringen können auch noch oder so? Jetzt habe ich da wieder nicht aufgepasst. Ah, hier hält er an. Das heißt, wir müssen jetzt hier auch noch wieder. Ah. Wir sind wahrscheinlich doch noch nicht fertig mit dem Gebäude denn, oder? Weil hier geht ja jetzt anscheinend auch noch wieder rein. Und hier gibt es noch ein paar Splittergranaten. Sehr schön. Munitione, Leuchtfackel. Haben wir eigentlich auch noch nie benutzt, ne? Also, dass wir uns mal irgendwie Hilfe geholt haben oder so. Könnten wir eigentlich auch mal machen, ne? Oh, naja, naja. Kommt Zeit, kommt Rat, sag ich mal. Oh, 50er Kaliber. Ja, dann gehen wir hier nochmal rein, ne? Würde ich sagen. Und wieder ein formschöner Ladebildschirm. Bitte bewahren Sie im Fall einer Verletzung Ruhe. Ich war immer zu wieder geil, Junge. Was willst du da oben? Schnauze. Nein! Oh, die kannst du doch vergessen, die Knarre, ganz ehrlich mal. Alter, sind die gut gepanzert? Das gibt's ja gar nicht, was? Die Arschlöcher. Was hab ich denn hier überhaupt noch für eine Knarre? Was ist das denn hier? Ach so. Oh. Irgendwo von da. Ich sollte mir vielleicht auch mal eine Knarre nehmen, die nicht immer gleich so doll ranzoomt, ne? Also sprich kein richtige Zielfernrohr hat, ne? Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt, ne? Das kommt mir jetzt aber gerade bekannt vor hier. Oder? Ne, kann ja nicht, ne? Oh, was ist das hier? Kick an. Da ist noch ein Safe, Mensch. Schön. Och, jetzt hör auf. Nee, nicht so weit. Ach so. Oh, schön. Oh Mann, ich hab das immer noch immer als. Das ist ja unglaublich. Was? Ach so. Zigarren. Was? Stumpen? Was soll denn das sein? Zigarren. Ach komm, gib ja den Scheiß, egal. Schaden. Naja, nee. Komm, glück nicht. Die will ich nicht. Aber das nehme ich mit. Gut, Keule, komm. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Ne, das sollte ich vielleicht tatsächlich mal machen. Mir. Ja. Hä? Ah, das können wir vielleicht auch mal wieder ein bisschen pflanzen zu Hause, ja? So weit.
Sonst soll ich hier irgendwie anpflanzen, ne? Direkt. Guck mal, hier ist auch so eine Knarre. Ist die stärker als meine? Tatsächlich. Zeig mal. Warte mal. Ach nee, kann ich ja. Nee, doch, ich muss das ja so gucken, ne? Waffen. Welche ist denn das jetzt? Ach, wir haben ja sogar ein Maschinengewehr. Aber der Schaden ist halt sehr gering, ne? Ach, hier. 43 Schaden. Und die? Die muss ja dann stärker sein, oder was? Welche ist das, die hier? Die ist das. 32? Ne, die ist doch nicht stärker. Aber stärker als die, mit die ich jetzt schieße, ne? Im Moment gerade, ne? Was ist denn, wenn ich jetzt wechseln tue auf diese wieder? Dann zeigt er mir Minus an, oder was? Ne, auch nicht. Hä? Ich verstehe das Prinzip hier nicht, ganz ehrlich. Die Musik hier wieder, Junge. Die lädt doch ein, Junge. Die lädt doch ein. Speiseöl. Gib mal her den Kapes. Was haben wir hier noch? Oh, hier wird gerade ein bisschen Fleisch gegrillt. Alter, die Musik. Hört sich aber wirklich bald so an wie heißt er denn jetzt? Ich komme jetzt auf den Namen nicht, verdammte Kacke. Ihr wisst aber wahrscheinlich genau, wie ich meine, ne? Achso, der Presley. Elvis Presley, den meine ich. So hört sich ja bald an. Was, von wem? Ryan Smith? Oder was hat er gerade gesagt? Oh, ich hoffe, euch hat das Lied gefallen von Ryan Smith. Oder wie er das gesagt hat, oder wie er heißt, keine Ahnung. Okay, ist jetzt aber nicht weiter, ne? Einmal bitte nach unten, danke. Dann können wir ja. Da geht wieder nach draußen, das Zeichen da oben verrät's. Was ist das denn hier? Ach so, ah, so was haben wir auch schon zu Hause, ne? Ja. Hier ist alles dicht. Und hier ist auch sonst. Oh, Chips! Aber sonst ist jetzt hier auch nichts, ne? Hier oben können wir kurz noch mal gucken, aber hier ist. Ne, hier ist wohl auch nichts weiter. Ne. Okay, denn damit sollten wir jetzt aber dann doch tatsächlich abgeschlossen haben hier. Gesäubert ist alles. Denke ich. Das heißt, wir können wieder nach draußen. Und dann können wir uns jetzt auch endlich mal wirklich auf den Weg machen zu dem. Zu dem toten Briefkasten. Wie geht ja schon vor zwei Folgen vorhatte. Aber naja, so. So ist das halt manchmal, ne? Ihr wisst ja, wenn wir auf dem Weg zu einer Quest noch nebenbei wieder irgendwas finden. Ne? Ah, ich wiederhole mich auch ständig, ne? Da habe ich schon 100 Mal gesagt wahrscheinlich. Aber ist auch eigentlich scheißegal. Ich versuche halt nur diesen scheiß Ladebildschirm irgendwie immer. Da das jetzt hier nicht, halt ich die ganze Zeit nur so still ist. Ne? Ja. Mann, ich werde das auch gar nicht mehr los. Mein scheiß Hals, das ist schon wieder schrecklich. Sollte vielleicht mal in der Rauchen gehen. Vielleicht geht's denn wieder. wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ach du großer Gott. Autobahn. Oder Schnellstraße oder wie auch immer das hier heißen mag. Auf jeden Fall müssen wir erstmal noch. Wo bist du denn? Hä? Der ist doch irgendwo da, oder nicht? Jetzt ist er gar nicht mehr zu sehen. Komisch. Hä? Luchterhand!
der ist wahrscheinlich da. Nee, ist da noch eine Straße? Da unter? Nee, ne? Was stand da gerade mit dem Bootshaus? Er konnte halt eben gar nicht so schnell verfolgen. Wo bist du denn jetzt hier, du Pisser, der andere? Was denn? Unten weiter sind die, ne? Alter, wie hoch wir sind einfach mal, wa? Was? Da! Da ist einer. Ein Ghoul. Der Arm ist schon mal ab. Ist das geil. Ja, schieß den Ghoul ab. Alter, nicht, dass ich hier abschmiere. Da ist er. Down. Voll im Arsch geschossen, die Sau. Ich würde jetzt ja ganz gerne da rüber springen. Aber... Hm. Die sind da oben. Aber wo? Der Pfeil zeigt... Alter, was hier gleich für ein Blutfleck ist, wa? Der Pfeil zeigt doch noch... Die müssen doch da... Da, 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 da. Headshot. Was? Kopfgeld? Merkt ihr das noch? Oh, wie kommt er denn da rüber? Wo bist du? Jetzt war's das mit dir. Alter, sind noch mehr da oben. Und da unten, uch. Was zum Teufel ist denn... Was ist denn hier los? Hat er ihn zu halten? Nee. Okay, ich muss rüberspringen. Da! Die Ratte. Da ist er down, Junge. Und jetzt sind noch weiter... Oh, ja, da unten sind jetzt noch welche. Genau, da wo der Ghoul war, ne, eben. Die müssen ja irgendwo in dem Gebäude sein, ne? Aha, die sind wahrscheinlich noch weiter unten. Dann müssen wir jetzt erstmal nochmal da oben gucken. Ich möchte natürlich die Munition ganz gerne mitnehmen. Hochkommen tun wir auf jeden Fall. Ah, genau, hier waren zwei. Ne. Nur die Munition, bitte. Polizist. Oh, die nehmen wir mit. Dieser stylisch, Junge. Styler. Das ist richtig, ja, Styler, Junge. Und ich schieße schon wieder die ganze Zeit nur mit dieser Knarre, ne? Da haben wir schon so wenig von. Was die Munition angeht. Wo ist der komische Ghoul gewesen? Der muss ja weggeflogen sein hier. War der... Oh. War der hier nicht irgendwo? Sina Virgil. Ach, das ist jetzt wahrscheinlich was jetzt auch neu ist, ne? Bei dem Update. Jetzt zeigt er dir auch noch immer wieder an, was du gerade für Missionen hast. Oder, also, der gibt dir noch immer wieder so Tipps, ne? Was man jetzt halt noch machen kann wieder... Was du machen musst. Finde ich cool. Ist ein schönes Update. Also das ist auf jeden Fall eine coole Verbesserung. Finde ich geil. Ehrlich gesagt. Und ja. Ich weiß ja nicht, was noch alles dazu gekommen ist. Aber das finde ich auf jeden Fall schon mal ganz cool gemacht. Ne? So, jetzt müssen wir eigentlich hier wieder nach unten, ne? Ne? Eigentlich ja. Und dann mal los. Hier sind wir gekommen. Alter, jetzt wäre ich bald drüber geflogen hier über das scheiße Länder. Geht hier noch irgendwo hin? Wäre cool, wenn man jetzt auch in so eine Fenster durchgehen könnte, ne? Aber das wäre wahrscheinlich alles ein bisschen sehr übertrieben alles. Sehr übertrieben wäre das wahrscheinlich geworden. Trotzdem cool. Wenn das alles möglich wäre. Was? Wieso ist jetzt schon wieder Musik an? Wie komme ich denn jetzt da unten hin? Soll ich... Da! Ghoul.
Alter, ein legendärer ist das. Den muss ich tot machen. Bleib stehen. Jetzt mutiert er. Der hat bloß noch einen Arm. Alter, soll ich mal rüberspringen? Den will ich haben. Ich probier das einfach. Hey! Jawohl, Junge. Dann wir doch zum... Alter. Du blöde Sau. Oh, du blöde Sau. Mach, wieso ist der jetzt wieder da oben wieder? Der andere. Was hast du denn Feinheit für uns? Dönermesser! Ach, jetzt hör auf! Oh, das sieht aber cool aus, ne? Das sieht echt cool aus. Aha. Aha. Kick mal. Mods? Keine. Aber cool. Was das hier alles gibt für eine Waffe, ne? Echt, da kannst du schon wieder totlachen drüber. So, jetzt aber mal genug hier. Der andere Typ da hinten, der jetzt weiter da oben ist, wieder komischerweise, der interessiert mich jetzt gar nicht mehr. Jetzt ziehen wir wirklich mal los hier zu dem Briefkasten. Meine Güte. Wir halten uns ja hier schon wieder auf. Oder was heißt wir? Natürlich ich. Ich meine mich ja immer, ne? Gemütliches Kissen. Ne, brauchen wir nicht. Wir haben zu Hause ein gemütliches Bett, das reicht uns. Alter, echt, was wir jetzt Munition finden immer, ne? Aber es ist halt, nicht so wirklich die richtige, sag ich mal, ne? Oh. Kommen wir da hin? Mach mal auf hier. Einmal bitte öffnen. Der Schlüsseldienst ist gerade nicht zur Stelle, also nehmen wir uns eine A-Klammer. Jo. Schafft. Kriegen wir da alles hin hier. Und hier wird ja schon wieder irgendwo alles schissen, ey. Geht ja schon wieder voll ab hier, ne? Hoffe... Ah, jetzt sind wir wieder hier. Alles klar. Alles klar. Von da sind wir gekommen. Alles klar. Das ganze Gebäude jetzt im Laufen auch noch, denn eh mal. Kommen wir hier durch bei dem Bus hier? Bei dem waren wir ja schon, ne? Genau. Was ist denn hier? Oh, vom Geschützturm. Noch ein bisschen Zeugs. Hier kommen wir auch durch. Okay, jetzt sind wir gar nicht mehr weit weg. Hier oben lang. Kommt er da? Oh, Mensch. Mensch, der kann ja mal richtig was, der Junge. Okay, das ist da irgendwo. Muss ich natürlich ein bisschen gucken hier, dass nicht von hinten irgendjemand wieder angreift hier, die Hunde. Die dreckigen Hunde, die! Die Hunde! Hm. Oh, ich wollte gerade sagen, Alter! Oh. Genau, jetzt sind wir da. Unterschlupf! Zeig mal her. Abgeschlossen. Erledige. Ah, alle Feinde. Wo sind die denn? Können wir uns jetzt nicht das erst nochmal. Das war doch immer bei. Nee. Bei Daten, ne? Und dann? Nee. Inventar und dann diverses, ne? Wie hieß das jetzt? Unterschlupf, Unterschlupf, Unterschlupf. Wo ist denn das? Gleich kommt es. Da. Genau hier. Mr. Timms hier. Unterschlupf Randolph wurde nicht angegriffen. Direkte Kontaktaufnahme dennoch vermeiden. Ich wiederhole, direkte Kontaktaufnahme vermeiden. Wir haben hier drei Pakete, sehr verängstigte Pakete. Benötigen Unterstützung. Unser Läufer meldet, dass sich Gen-1-Synths in der Nähe befinden. Gehen davon aus, dass wir überwacht werden. Bitte Gebiet von schwerem Kaliber säubern lassen. Koordinaten anbei. Danach unseren Status bitte an Big D melden. Tipps Ende. Mhm. Jo. Ich frage mich jetzt gerade nur tatsächlich, wo wir jetzt... Wo sollen wir denn hin? Wie sollen wir jetzt hier die Feinde ausschalten? Karte? Wo ist... Ah. Ah. Oh, das ist aber neu, ne? Da waren wir noch gar nicht, oder? Nee, siehst du? Boah, cool. Eigentlich können wir ja dann
Schnellreise nach da machen, ne? Oder nee, wisst ihr was, wir gehen da zu Fuß jetzt. Ich möchte nämlich jetzt gerne hier, vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen was, also vielleicht können wir hier noch ein bisschen was abgreifen. Die Jungs machen das ja hier. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen was abgreifen, ein bisschen Munition oder... Und wir brauchen ja gar nicht Spachen hier. Naja, wir können ja mal ein bisschen mithelfen, ne? Alter, hatte der eine an der oben? Eine Rüstung? Na los, zeig dich. Alter, mit dem Wachbord. Ich helfe euch, Jungs. Das Gute ist, dass der sich nicht bewegt. Der ist wahrscheinlich verpackt oder so. Oh, jetzt wird er langsam nackt oben. Achtung! Das finde ich auch immer geil. Wenn irgendwas explodiert, so richtig volle Sau. Alter! Na gut, das fand ich jetzt nicht so geil. Alter. Aber ist immer wieder geil, ehrlich. Immer wieder geil. Guck mal, der hat doch wieder schöne Sachen für uns hier. Aber keine Raketen? Da habe ich das eben gar nicht mitbekommen, dass der Raketen hatte. War ich wahrscheinlich wieder so fix beim Mitnehmen einfach. Oh. Radioaktiv, wir könnten uns hier auch mal wieder ein bisschen das Red-Zeug wegmachen, ne? Inventar. Hilfsmittel. Red Array. Zack. Nochmal. Ganz in Ruhe. Geht alles weg, ne? Jo, sehr schön. Und dann. Ne, Quatsch. Was springt denn jetzt hier? Und dann einmal bitte noch. Zwei Stimpacks. Damit wir mal wieder richtig geheilt sind hier. Oh, würde ich sagen, wir laufen hier einfach mal quer. Alter, das knallt und scheppert hier überall. Da sind wir auch wieder im richtigen Kriegsgebiet gewesen, Junge, eben. Weil die Leute da von der Bruderschaft. Laufen wir einfach mal hier ein bisschen lang. Vielleicht finden wir hier auch noch wieder ein bisschen Zeug auf dem Weg dahin. Siehst du, guck mal, da haben wir das nämlich schon wieder. Ich sag es doch. Guck mal, da hinten ist auch noch so ein komischer. Ey, da könnten sogar welche sein, ne? Da müssen wir auch noch erstmal gucken gehen. Interessiert mich ja ein bisschen. Aha. Militärkontrollpunkt. Ach, das ist hier, ja? Oh, oh, das ist schon irgendwas. Was bist du denn? Jetzt sagen wir nicht eine Todeskralle. Wer? Hey! Jetzt probier ich das mal aus hier. Da hab ich nämlich lange nicht mehr gemacht, ne? Oder sehr selten mal. Guck mal, da ist gleich der Kopf ab. Na! Lass meinen Hund. Ey! Alter, was die einstecken! Nein! Okay, der hat jetzt nicht so eine. Er ist auch nur ein. Das ist ja auch ein Rekrut. Der hat natürlich nicht so eine Rüstung an. Okay, da wart aber anscheinend jetzt schon, ne? Sonnenbrille. Nee. War die hier? Natürlich. Ein Fatman. Schrot! Stück nicht haben. Alter. Aha. Hier kriegen wir doch bestimmt auch noch wieder eine Quest. Dieser Kontrollpunkt wurde als Unterschlupf für den Fall einer feindlichen Invasion festgelegt. Dort finden Sie Lebensmittel, Wasser und Munition. Na siehst du, dann sind wir doch hier genau richtig. Zutritt nur für militärisches Personal. Aus Gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armee gehörenden Familienmitglieder abgewiesen. Schusswaffen verursachen. Oh, dauerhaft 5% mehr
Kritischen Schaden. Sehr schön. Mitgenommen auf jeden Fall. Hirnpilz. Money. Der Schreibtisch ist leer. Gut, Leute. Ja. Würde ich sagen. Ja, Dies ist eine Notfallmeldung an alle Armeesoldaten im Commonwealth. Notfallprotokolle 17 Echo Charlie 9 sind in Kraft. So viel zum Thema, wir machen da diesen. Begeben Sie sich bei Problemen bitte zum Militärkontrollpunkt Südboston. Die Koordinaten finden Sie in Ihren Leitfaden für Notfälle. Toten Briefkasten weiter, ne? Ich meine, haben wir ja. Ne? So halbwegs, aber Dieser wir müssen jetzt eigentlich da hinten hin. Aber jetzt haben wir hier wieder was gefunden. Und würde ich sagen, im nächsten Part gucken wir uns das hier erstmal noch ein bisschen um. Ne? Das hört sich an, als wenn wir hier schöne Sachen wiederfinden. Munition, Lebensmittel, weiß ich, war nicht alles, so wie der Typ das hier schon quatschen tut. Also, Leute, hier machen wir Feierabend. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und sage vorerst Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Dogmeat hat was gefunden. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!